kritisiert mir den nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Oh. Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga. Live am Montag um 18.30 Uhr. Heute in der Stammbesetzung. Techniker D. Ralf. Hallo. Fengerle. Moin. Tobias Escher, endlich ist er wieder da. Letzte Woche hat er sich vertreten lassen, ganz hervorragend übrigens. Heute hast du die Spiele gesehen und traust dich wieder an die Tafel. Alle habe ich gesehen, von A bis Z. Das ist schön. Dann hätte eigentlich Martin sich heute für uns beide hinsetzen können. Das ist korrekt, weil Etienne und ich haben leider gar nichts gesehen. Weder HSV noch Eintracht. Das führt natürlich dazu, dass wir das kompensieren müssen, indem wir länger über den HSV und die Eintracht reden, weil wir da auch im Allgemeinen mehr zu sagen können. Scherz machen wir nicht, aber es ist tatsächlich so, wir konnten leider, weil wir auch hier Stars on Ice, ich hatte gesagt, Rocket Beats on Ice gemacht haben, konnten wir gar nicht Fußball gucken, was ein bisschen schade ist. Bis auf Freitag habe ich Schalke gesehen. Das habe ich auch gesehen und ich habe noch die erste Halbzeit Eintracht nochmal auf Eintracht TV nachgeholt. Siehst du? Das hat mir dann aber auch gereicht. Ja, ich habe das Ergebnis gesehen und habe dann darauf verzichtet, das HSV-Spiel nachzuholen. Es war lustig, weil während Beans on Ice lief das ja. Und irgendeiner hat mir dann das Ergebnis von der Bank, ich weiß gar nicht mehr, ob es Gunnar war, oder irgendjemand hat es mir zugerufen. Und auf dem Eis, da war direkt die Stimmung besser. War Stimmung besser, ne? Das hat man auch gemerkt. Ja? Ja. Ja. Ich war auch ein bisschen angespannt. Aber lass uns nicht über mich und die Eintracht reden. Ach. Tobi, hast du alles gesehen? Ja. Alles Wichtige? War übrigens sehr witzig, weil ihr mich ja auch eingeladen habt zu Beans und Eis. Und ich konnte dann leider nicht kommen, weil ich halt Hannover gegen Eintracht Frankfurt sehen musste. Das ist aber mal ein seltsames bitter. Kontrastprogramm. Hast du denn, wie versprochen, unser Eishockeyspiel analysiert? Da habe ich leider noch nicht reingeschalten können. Das war ja leider sehr früh. Ich habe dann erst bei der Kür einschalten können, die ihr getanzt habt. Da waren sehr schöne dabei. Mhm. Schade, weil wir haben uns tatsächlich einiges überlegt gehabt. Wir saßen vor dem Spiel längere Zeit zusammen und wollten halt, das Pressing war ganz groß geschrieben. 4-2-3-1 haben wir auch gespielt. Wir haben ja auch schon relativ früh geführt. Das Spiel weiterhin dominiert. Das heißt, auch die Mentalität passte, also gut eingestellt. Und die taktischen Umstellungen haben dann nach dem kurzen Aufflackern der Hoffnung des Gegners haben die taktische Umstellung von Etienne dafür gesorgt, dass wir dann. Ja, man muss sagen, Sophia war ein Abwehrmonster. Oh ja, absolut. Das musste ich hier danach auch. Ich habe es gesagt. Furchtlos. Sophia, danke dafür, dass du dich da hinten so drum gekümmert hast, dass wir kein Gegentor mehr kassieren. Also es war echt stark. Wahnsinn. Gut, zurück zum Fußball. Wahnsinn. Wahnsinn. So eine großartig. Floskel. Wahnsinn. Ja. Zurück zum Fußball. Ja. Ne? Finde ich auch. Und zwar beginnen wir heute mit unserer Spieltagsanalyse. Ja. Wie? Das ist nicht der Bumper gewesen. Das ist wir sehen jetzt Tobias, wie er an der Tafel. Ich bin zu sehen. Du bist der Bumper. Eieiei. Grandios. Ich gucke nämlich hier währenddessen drunten auf meinen Fernseher, der nämlich auch nicht läuft. Wo normalerweise nichts läuft hier. Fußball haben wir auch nicht. Was ist das hier für eine Sendung? Du hast doch einen Laptop vor dir. Lass doch einfach Dings laufen. Bundesliga. Ja, schau dir selber zu. Ja, Leute, Freitag, ich habe ja gesagt, Schalke, Gladbach ist das Einzige, von dem ich ein bisschen was gesehen habe. Ich werde deswegen ausschweifend schwafeln. Ganz verrückt. Dass die Leute hinterher, wenn sie die Sendung irgendwie sich Revue passieren lassen, denken, ja, der Nils hatte schon einen amtlichen Redeanteil, der ist sehr kompetent. Mhm. Ja, fange ich direkt mal an. Schalke gegen Gladbach. Gladbach war unglaublich stark, hat sehr viele Chancen gehabt, hat aber mit einer lächerlichen Hochnäsigkeit diese Chancen verballert, dass man irgendwann gedacht hat, das kann überhaupt nicht sein. Die spielt auswärts auf Schalke. Schalke hat da hinten ein Zweikampfverhalten, teilweise eine Passivität wie bei FIFA. Kennst du das, wenn du bei FIFA nicht in den Zweikampf kommst, kurz vorm Strafraum und du denkst, warum komme ich nicht in den Zweikampf? So muss ich Schalke gefühlt haben. Also die haben sich da Chancen rausgespielt im letzten Drittel. Das fand ich unfassbar. Und trotzdem hat Schalke am Ende das Spiel gewonnen. 1-0 in Führung gegangen. Das kam ultra überraschend. Dann kam direkt der Ausgleich. Ja, den habe ich verpasst. Also ich finde Schalke, es war eine muntere Partie. Ein teilweise richtiger offener Schlagabtausch. Und Schalke ist auch das ein oder andere Mal gefährlich vor dem Gladbacher Tor gewesen. Die hat nicht ganz so viele Chancen wie Gladbach, aber die waren jetzt auch nicht... also ich fand, die haben auch offensiv ganz gut was abgeliefert. Also in dem Fall bin ich jetzt... Nee? Team Nils und sage, das war echt beides überraschend. Also, aber führ erstmal ja, deinen Monolog dann, weiter, bevor wir da reingrätschen. Das 1-0, dann musste ich ein Baby wickeln und als ich zurückkam, stand es 1-1. Und dann kam da noch das 2-1 von Goretzka, was ich auch verpasst habe, fällt mir gerade ein. Das war ein richtiges Glückstor. Ja, vor allen Dingen, kaum haben wir ihn verkauft. Natürlich. Ne? Trifft Goretzka, ja. Was sagt es aus? Ja? Ich kaufe jetzt nur noch Frankfurt-Spieler bei Comunio. Jetzt hast du zwei Wörter gesagt, wofür du direkt gehatet wirst. Tobi,
Also nein, das ist nicht das Wort, wo es gehatet wird. Tobi, wie siehst du das? Schalke hatte doch auch ein paar Offensivaktionen. Auch, stimmt's ja auch nicht zu. Was habe ich denn geguckt für ein Spiel? Also es geht ja um das Verhältnis. Also ich sag ja nicht, dass Schalke gar nichts. Ja, aber gerade in der ersten Halbzeit ging es doch hin und her. Ja gut, okay. 6:22 Torschüsse am Ende. Mhm. Und Schalke hatte, glaube ich, zwischen der 30. und 75. keinen einzigen Torschuss. Inklusive dem Tor, was ja ein Eigentor war. Also ich glaube, Schalke hat einmal aufs Tor geschossen und zwei Tore gemacht. Ja, irgendwie sowas, genau. Ja. Also ich bin auch ein bisschen auf Nils Seite. Hey, es gibt keine Seiten hier. Okay, wir sprechen eine Sprache. Ja, Mann. Mit einer Zunge. Naja, das nicht. Und André Schubert hat es ja auch im Interview danach gesagt, dass das ein völlig, er hat das auch nicht so wirklich nachvollziehen können, was da jetzt gerade passiert ist und wieso seine Mannschaft verloren hat. Also den Gladbachern kannst du im Prinzip nur den Vorwurf machen, dass sie ihre Chancen nicht genutzt haben. Und das Zweite haben sie sich quasi wirklich, es passte. Mhm. So, aber gleichzeitig ist positiv, Schubert noch tragbar. Positiv bei Schalke ist aber zu erwähnen Ralf Fährmann. Also es war nicht so, dass die Gladbacher nicht nur nicht das nötige Glück und Vermögen hatten, das Ding reinzuschießen, sondern da stand halt noch ein richtig, richtig guter Torwart. Das stimmt. Im Momentan auch in einer Wahnsinnsverfassung im Tor der Schalker und bei dem können sich die Schalker definitiv auch bedanken. Ja, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich finde aber auch, es gibt ja immer so Spiele, da können Torhüter gut aussehen. Weißt du? Ja. Da hat man das Gefühl, wenn der Stürmer alles richtig macht, dann hat der Torhüter gar nicht mehr die Chance einzugreifen. Man muss auch ein bisschen das Glück haben, dass der noch im Reflexbereich liegt, der Schuss. Ja, schon, aber trotzdem. Aber er war überrangt, das war natürlich, war gut, wollte ich ihm gar nicht in Abrede stellen. Ne? Hat aber gezeigt oder hat im Prinzip die Form der letzten Wochen bestätigt, weil Fährmann ist so eine der wenigen Konstanten für mich bei Schalke in den letzten Wochen oder auch in der Saison und er war einer der Hauptfaktoren für den Sieg. Das waren wenig andere sehr positive Dinge. Ja, bei Gladbach hat sich Raphael verletzt. Ich finde Raphael überragend. Der Typ hat sich in einer Geschmeidigkeit bewegt. Und also gar nicht mal so schnell wirkt der auf mich. Aber er wirkt so... Er ist sehr ballsicher. Ja, also er wirkt so unantastbar. Also als wenn keiner so wirklich... als wenn er so ein Magnetfeld um sich rum hat, was den Gegner irgendwie abhält von ihm. Nein, er ist jemand, der... Es ist unheimlich schwer, gegen ihn in den direkten Zweikampf... Hast du mal gegen ihn gespielt? Ja. Es ist unheimlich schwer, gegen ihn in den direkten Zweikampf zu kommen, weil er jemand ist, der sich sehr gut windet. Also du hast recht, er ist jetzt nicht der Explosivste vor dem Herrn, also kein Typ Hermann zum Beispiel, der ein bisschen mehr Spritzigkeit hat. Aber er ist... geht's? er ist sehr wendig, sehr... Ja, so ein bisschen schlangen-like und es ist schwer, ihn zu packen und das ist halt seine Stärke und dazu einfach noch diese Kreativität, die er hat und das macht ihn für das Gladbacher Spiel sehr, sehr wichtig und Tobi beißt sich auf die Zunge, er will irgendwas sagen. Ja, weil das genau zu dem passt, was ich sagen möchte, weil das ist auch das, wo sich die Gegner und vor allem Schalke einen drauf abbeißt quasi. Raphael ist ja kein Stürmer, der ist zwar meistens der Vordermann, aber der fällt immer zurück, so hier in die Zwischenlinienräume und das ist so das Problem, dass Gladbach den Gegnern taktisch aufgibt. Und wenn, wie Schalke das versucht hat, zunächst mit einer Fünferkette, da ist dann immer einer rausgeschossen, hat dann Raphael verfolgt. Das hatten dann auch wir auf Twitter sogar besprochen, genau. Ralf und ich, weil da hat Schalke nicht gut drauf reagiert, weil normalerweise würde man erwarten, wenn einer hier rausgeht, dass die beiden dann das Loch so ein bisschen zumachen. Ich glaube, man nennt das Dreiecksbildung, hast du mir beigebracht? Das ist die defensive Dreiecksbildung. Ja. Weil in dem Moment... Erklär doch mal. In dem Moment, ja genau, jetzt schiebt der raus und jetzt hast du einen ziemlich großen Raum zwischen den beiden. Und das ist die Schnittstelle, wo jetzt ein Stürmer reinstoßen könnte. Wenn du jetzt ein Dreieck bildest, mach das mal, wie man es dann... Genau, wenn die beiden dann einrücken... Dann hast du die Schnittstelle geschlossen und die einzige Möglichkeit, die dem Gegner bleibt, ist nach außen zu spielen. Und das ist halt in dem Fall der ungefährliche Raum. Und wir hatten diese Diskussion bei Twitter, wo dann einer sagte, ja, ein guter Spieler sieht das. Das Problem ist, auf dem Spielfeld selber hast du gar nicht die nötige Ruhe und auch nicht die Perspektive, das zu sehen. Für uns war es leicht, ne? Wir haben es schön von oben gesehen. Und das ist meistens etwas, was dann in der Halbzeit korrigiert wurde, wo der Trainer dann kommt und sagt, ey, achte mal drauf, wenn Stürmer XY kommt, ist dahinter immer ein Raum frei. Und das ist halt so, das sind zum Beispiel die typischen Räume für Spieler wie André Hahn. Weil der ist nämlich so schnell, dass Stürmer kommt, zieht den Innenverteidiger oder den Abwehrspieler mit und André Hahn läuft hinten rein. Und das wird dann meistens in der Halbzeit korrigiert. Genau, das war das Problem dann so ein bisschen von Gladbach. Die haben es nach der Pause besser gemacht. Aber dann hatte Schalke auch schon umgestellt. Zunächst auf so 4-2-3-1, dann am Ende 5-4-1. Aber was halt so auffällig war, dass halt keine der Varianten perfekt geklappt hat gegen Gladbach. Und das ist dann schon so
die Klasse von Gladbach natürlich, dass sie mit ihrer unorthodoxen Stürmerwahl den Gegner vor ein Problem stellen, das der nicht lösen kann. Ich habe mal eine Frage zu, übrigens fällt mir gerade ein, ich habe das 1-1 sehr wohl gesehen, das 2-1 habe ich verpasst. Christensen, ne? Weißt du doch, der Gladbacher Verteidiger. Ja. Aus Achso, der, ja, genau. Dieses Billard-Ding. Von Chelsea, ne? Ja. Überragender junger Mann übrigens, wird als Nachfolger von John Terry gehandelt in London. Gladbach würde ihn gern fest verpflichten, aber wenn er so weiterspielt, weiß ich nicht, ob sie da eine Chance haben. Aber was ich sagen wollte ist, André Hahn hast du gerade angesprochen, ja. Der war lange verletzt, ironischerweise von Geis im Hinspiel, ein bisschen kaputt getreten worden und jetzt sein Comeback gefeiert, wieder gegen Schalke. Wie wichtig ist der für Schalke noch? Für Gladbach. Ja, glaub, für Gladbach noch? Das ist dasselbe, was wir ja auch schon bei Patrick Herrmann hatten, die ja eine sehr wichtige Position innerhalb des, gerade des Offensivkonstruktes haben. Und du hast es ja auch, ich glaube, letzte Woche gesagt, bei Herrmann merkt man, okay, jetzt kriegt er wieder einen Einsatz, jetzt bekommt er wieder Minuten, das wird immer besser. Und Hahn, du hast es gerade erwähnt, der war jetzt 5 Monate raus, glaube ich, waren es ungefähr, müsste ungefähr vom Zeitraum her hinkommen. Der braucht noch ein paar Spiele, bis der wieder ansatzweise dahin kommt, wo er für Gladbach halt so wertvoll ist, wenn er seine Stärken einbringt. Und das sind halt solche Kleinigkeiten. Wenn sich diese Räume ergeben, ist André Hahn einer der schnellsten Spieler der Bundesliga und ist für das Spiel der Gladbacher eminent wichtig. Kommen wir mal weiter zu Wolfsburg-Darmstadt. 1-1, unsere erste Samstagpartie. Da stand es bis zur 90. Minute kurz vor skandalösem Auswärtssieg für Darmstadt. Auch das habe ich am Samstag in der Eishalle zur Kenntnis genommen und konnte es nicht fassen. Also und habe mich sehr gefreut, tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, über ein Wolfsburger Tor. Was war da los, Tobi? Es war ein langweiliges Spiel größtenteils. Darmstadt hat Darmstadt gespielt. Verteidigt, ja, Darmstadt gespielt, verteidigt. Man muss Wolfsburg ein Lob zollen, die haben die langen Bälle eigentlich ganz gut verteidigt, haben eigentlich nur einen Konter zugelassen und das war das 1-0. Und dann André Schürrle in der Nachspielzeit 1-1. Ist halt das Problem von Wolfsburg momentan so ein bisschen, dass sie keinen Gegner, der sich hinten reinstellt, knacken können. Das müssen sie noch besser machen, also beziehungsweise das müssen sie überhaupt besser machen, weil Darmstadt einfach lange Zeit Wolfsburg zum Nichtstun verdammt hat. Sechserkette hinten reingestellt und Wolfsburg hatte kein Mittel, keinen Weg gefunden. Und das Tor war ja eigentlich ein ganz klassisches Darmstadt-Tor, oder? Ja, Konter über Heller. Und dann rein zu Wagner. Und dann rein zu Wagner, beziehungsweise in den freien Raum hinter die Abwehrspieler den Ball gespielt. Heller hinterher. Wirklich punktgenau, also das muss man sagen, wunderbar vorgelegt und Sandro Wagner hat sich es nicht nehmen lassen. Und das ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet Heller, also der ja früher bei der Eintracht war und nichts gerissen hat, ja, daher kenne ich den noch, ne? Wurde abgegeben. Wagner hat auch nichts und hat gerissen in dem Sinne. Ja, und ne? Keiner hat dem eine Träne nachgeholt und Wagner war eigentlich auch ein personifizierter Chancentod, eigentlich, der schon echt viel Spott auch hat über sich ergehen lassen müssen. Und das sind jetzt zwei so fast schon aussortierte Spieler, die diese Saison richtig nutzen, um nochmal Werbung in eigener Sache zu machen. Aber also genau das ist ja das Konzept in Darmstadt. Ich meine, man hat da nicht das Geld, um jetzt gestandene Spieler zu holen. Man wusste, beziehungsweise die Jungs waren ja auch schon letztes Jahr da, man hat nicht das Geld gehabt, um sich Spieler zu holen, die den Aufstieg garantieren. Aber man hat die Möglichkeiten gehabt und man hat den Leuten Perspektiven aufgezeigt. Pass auf, du warst schon mal in der ersten Liga, hast dich aus welchen Gründen auch immer, das ist jetzt erstmal zweitrangig, nicht durchsetzen können. Aber bei uns geben wir dir die Möglichkeit, die Perspektive, was mit aufzubauen. So, und das gibt den Jungs dann nochmal so einen Schub, jetzt will ich es allen nochmal zeigen. Ja, sie sind plötzlich Leistungsträger in ihrem Verein und nicht nur die Auswechselspieler, auf die keiner was gibt oder so, sondern jetzt, die werden halt jetzt auch in Interviews und weiß ich nicht, von Artikeln werden sie behandelt wie die Stars ihrer Mannschaft. Richtig, und du siehst es zum Beispiel an Sandro Wagner, der wirklich eine Persönlichkeit mittlerweile entwickelt hatte, nicht einfach nur so der Sandro Wagner, der irgendwo spielt, sondern das ist, wie du sagst, der ist jetzt das Gesicht der Darmstädter. Der ist ein Mann geworden. Man hat richtig das Gefühl, richtig. Der ist ein Mann geworden. Also der hat Selbstbewusstsein, der hat Eier. Ja. Und nicht umsonst trifft der regelmäßig. Manchmal habe ich bei Darmstadt das Gefühl, was würde eigentlich passieren, wenn man Sulo, Heller und Wagner in Manndeckung nimmt. Nee. Ja, auch Sulo in Manndeckung nimmt. Würden die da noch ein Tor schießen? Na gut, also
Ein Wagner wird ja gedeckt, ein Sulu wird ja auch gedeckt. Ja, aber nicht so, wie ich den sage. Ich würde den sagen, du bist klassisch. Die anderen könnt ihr zur Not ignorieren. Rennst du ihm bis aufs Klo hinterher. Exakt, so wie ich das früher gemacht habe. Ja. Weiß ich nicht, probier's mal. Ja. Darmstadt hatte nur 20% Ballbesitz. Das heißt, 80% der Zeit nimmst du Wagner in Manndeckung, obwohl er nichts machen kann. Das ist das Problem. Ich will jetzt auch ein bisschen kritischer vielleicht zu Darmstadt sein. Also wir loben es jetzt ein bisschen zu sehr, weil nicht nur, weil ich diesen... Ganz kurz, wir haben nicht die Spielweise, die Mannschaft oder sonst was gelobt. Wir haben ja, aber die auch Personal, die ganzen Spieler. Heller und Wagner gelobt. Und das muss man wirklich sagen, die haben sich, Verzeihung, sehr gut entwickelt. Ja, das haben sie auf jeden Fall. Aber jetzt ist so ein Abwärtstrend, muss man ganz klar sagen. Seit 7 Spielen ohne Sieg sind damit die längste Mannschaft, haben länger nicht gewonnen als Hannover 96. Und das sieht man, das erkennt man auch so in der Tabellenposition. Die rutschen jetzt so ein bisschen hinten rein. Und das hat man auch am Wochenende gesehen, dieses Kick and Rush, das kennen die Gegner jetzt. Und da weiß Wolfsburg sehr genau, die müssen wir gar nicht pressen, die ballen Ball eh nach lange nach vorne. Das hat funktioniert für Wolfsburg. Wolfsburg hat halt schlecht offensiv gespielt, aber defensiv haben sie eine Chance zugelassen von Darmstadt. Na gut, vielleicht eine zu viel. Eine zu viel. Ja, aber weg vom Fenster sind sie nicht. Also sie punkten trotzdem, auch wenn du natürlich diesen Abwärtstrend richtig beschreibst, aber es ist nicht so, dass ich die nach Hannover gesetzt sehe als Absteiger. Ich sehe das noch nicht. Aber gut. Sind wir durch mit Wolfsburg gegen Darmstadt? Ja, also mehr gibt es da, glaube ich. Die Frage, die ich interessant gefunden hätte, auch wenn ich froh bin, dass sie jetzt nicht gestellt wird, wenn Wolfsburg wirklich verloren hätte zu Hause gegen Darmstadt, ob dann vielleicht eine Trainerdiskussion um Hacking entstanden wäre. Weil das ist natürlich schon was... weiß ich nicht, wo man dann irgendwann mal hinkommt. Einfach zwangsweise, wenn du dir den Kader anguckst und die Erwartungshaltung und auch eine berechtigte Erwartungshaltung mit so einem Kader, dann musst du natürlich, wenn die sich nicht mal für die Euroleague qualifizieren, muss irgendwann, also folgerichtig die Trainerfrage gestellt werden. Drei Punkte hinter Mainz. Haben wir die Tabelle irgendwo? Ne? Ja, also, sagte ich ja gerade, Platz 8, 38 Punkte. Soweit man das aber hört, wird das diskutiert in Wolfsburg. Da gibt es auch kritische Stimmen intern. Habe ich, glaube ich, im Kicker oder irgendwo gelesen. Aber bis Real Madrid, bis zu dem Champions-League-Viertelfinale wird erstmal da wahrscheinlich nichts passieren. Das ist eben halt diese Parallelwelt Champions League, in der man über Gebühr erfolgreich ist. Allerdings, Hinrunde muss man sagen, hat man Manchester United zum Beispiel hinter sich gelassen, ja, und auch im direkten Duell dann besiegt. Das ist schon respektabel, auch wenn Manchester United nicht das beste Jahr hat, jetzt unter Van Gaal. Aber man hat mit Genk dann im Achtelfinale ja den leichtmöglichsten Gegner bekommen. Das ist dann eigentlich auch eher eine Pflichtaufgabe gewesen. Von daher mal schauen, wie sie sich gegen Real schlagen. Gut, aber da sind sie Außenseiter, ne? Also da hat niemand erwartet. Das ist vielleicht dann auch mal eine andere Ausgangsposition. Wenn man eben, das hatte Schalke, hatte das ja auch, war das letztes Jahr, gegen Real, als sie dann noch 4-3 irgendwie gewonnen haben in Madrid. Als sie so hoch verloren hatten und dann andersrum. Als sie das Rückspiel 2-0 hatten sie zu Hause verloren. Was, 2-0? Und dann haben sie das Rückspiel, glaube ich, 4-3 gewonnen. Und haben, also Höwedes noch irgendwie in der 90. Minute mit einer großen Chance zum 5-3 oder was? Oder was, 5-4 sogar? Ich weiß es nicht. Also es war ein irres Spiel. Und da ist Schalke ähnlich aufgetreten, wie vielleicht Wolfsburg auftreten könnte. Ja, ich will jetzt Wolfsburg nicht abschreiben, aber sind natürlich defensiv zu labil, ein bisschen diese Saison und offensiv nicht gut genug. Es wird spannend. Also ich sehe Real Madrid halt als Top 5 in Europa und Top 4, Top 5. Das wird schwer für Wolfsburg. Wir sprechen gleich auch nochmal über die Champions League und wir sprechen auch nochmal übrigens über die Nationalmannschaft. Das haben wir zumindest vor, dass wir heute mal ein bisschen auch nochmal ein, zwei andere Sachen thematisieren. Ich sage es nur im Vorfeld, vielleicht schaffen wir es auch nicht. Gut, dann kommen wir zum HSV gegen Hoffenheim. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe natürlich nur versucht, Ticker zu lesen, hatte aber keinen Empfang. Danke, O2, in der Volksbank Arena. Ich habe aber auch, weil das Volksparkstadion in unmittelbarer Nähe ist, hätte man Jubelschreie gehört. Mhm. Habe ich nicht gehört, da wusste ich schon. Aber es hätte, also rein theoretisch hätte es auch schon nach 3 Minuten oder 4 Minuten 1-1 stehen können oder müssen. Hoffenheim mit einer Riesenchance und der HSV ebenfalls. Also es war relativ munter anscheinend. Dann der Doppelschlag für Hoffenheim und dann. Ja, indirekter Freistoß. Ich habe nur gehört, kann man drüber streiten, muss man nicht geben. Gut, ist jetzt auch. Was grinst denn so? War okay. Ich habe nur am Wochenende einen Aussetzer gehabt auf Twitter mit indirekten Freistoß und deswegen. Was hast du gemacht? Ja, ich habe halt gesagt, ich habe noch nie einen indirekten Freistoß im Strafraum gesehen, der ins Tor gegangen ist. Und dann haben natürlich die Bayern und
Schalke-Fans mich auf mein schlechtes Gedächtnis hingewiesen. Ja. Das war übrigens genau vom selben Punkt. Ja. Es war dasselbe Tor, selbes 5-Meter-Eck. Dass der HSV in 15 Jahren nichts gelernt hat. Nur, dass Hoffenheim ist wirklich, also wenn wir jetzt mal nur über die spezielle Situation sprechen, der ist echt clever ausgespielt haben. Alle rechnen damit, dass, ich weiß nicht, wer direkt am Ball stand, dass er schießt. Und dann wird der Ball aber zweieinhalb Meter weiter zurückgelegt auf, sag schon, Volland. Volland, der den gar keinen auf dem Schirm hat. Und der schiebt ihn halt dann ganz entspannt. Hast du die Szene denn gesehen, die zum indirekten Freistoß geführt hat? Nee, ich habe nur gehört im Radio. Ja. Ja, schwierig. Also ich, das ist so ein, kann man, wenn es nicht gepfiffen wird, darf sich aber auch keiner beschweren. Also karmatechnisch war es okay, weil Adler hätte auch schon vom Platz fliegen müssen für die Aktion vorher, für den Elfmeter. Ja, das ist wobei ich ganz ehrlich froh bin, dass sowas halt nicht mit einer roten Karte bestraft wird. Ja, da aber könnte mal jemanden, der es nicht gesehen hat, es war halt klären. Die rote Karte-Situation war halt die, war es auch Volland, der auf ihn zugelaufen ist. Ja, ich glaube schon. Und Adler stoppt ihn quasi, also fault ihn. Also er legt den Ball dann vorbei. Das ganz klassische Ding. Hm. So, man muss dazu sagen, ein Stürmer, ein Abwehrspieler des HSV, ich weiß nicht mehr wer, war mindestens auf Höhe von Adler. Das heißt, vielleicht hätte er eingreifen können, aber die Torchance war definitiv zunichte gemacht durch dieses Foul. Hm. Was auch übrigens interessant ist, das wird ab nächster Saison ist das nicht mehr illegal, weil da wird ja die Dreifachbestrafung so ein bisschen aufgemildert. Ja. Und dann sollen halt genau diese Situation, wo es halt Elfmeter, rote Karte und Sperre gibt, soll es halt da, wenn es im Zweikampf um Ball ist, gelb geben. Ja. Aber nach aktueller Regelauslegung hätte man rot geben müssen. Müssen, wirklich? Ich finde, der war eine Torchance, glasklare Torchance, selbst wenn er ihn nicht 100% macht. Das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich sehe da auch keine Linie. Also das wird mal so und mal so gepfiffen. Es gibt so viele Situationen, ich erinnere mich, der Drobny letztes Jahr kriegt auch rot. So viele Situationen, Drobny letztes Jahr. Ja, das ist die erste, die mir in meinen Kopf kommt. Ich kann nichts dafür. Die stellen sich halt an und der erste, der vor der Tür steht, war jetzt halt Drobny. Da stehen auch noch andere dahinter. Hast du auch noch was aus diesem Jahrhundert? Tscherchessow 1995, Dresden. Bei welchem Verein? Okay, gut. Ja. So. Aber können wir vielleicht genau, auch mal das war halt die Karma-Geschichte. Ja. Und dann war eine Situation, wo welcher Abwehrspieler war es? Ich weiß es nicht. Irgendein Abwehrspieler. Halt eine Reaktion, spielt den Ball irgendwie so in Richtung Adler und der will zuerst nicht hingehen, also nicht mit der Hand hingehen und überlegt sich dann doch und nimmt ihn auf und dann wird halt sofort gepfiffen. Und dann gab es dann diesen indirekten Freistoß von der Fünfer-Ecke. Aber jetzt mal unabhängig, ich habe wie gesagt das Spiel nicht gesehen, aber vom Ergebnis her finde ich es beachtlich. Also erstmal, dass meine tiefste Enttäuschung gegenüber dem HSV für diese Niederlage, aber das ist was anderes. Aber dass Hoffenheim nach dem 5-1 war es, ne, so wieder zurückkommt, ist ja jetzt auch, weiß ich nicht, keine Selbstverständlichkeit. Also, ja, aber das war das. Für ein Team, was irgendwie mit dem Rücken an der Wand steht und so, also das spricht für die Mentalität und auch überhaupt auch in einer gewissen Weise für die Qualität, die da in Hoffenheim noch irgendwie schlummert. Und ich fürchte fast, so leid es mir tut, aber dass Hoffenheim sich da in den nächsten paar Spielen aus dem Abstiegsrennen verabschieden wird. Also Tendenz spricht ganz klar dafür. Was wir nach dem 1-5 gesagt hatten, dass wie gehst du jetzt mit dieser Niederlage um? Genau. Und nimmt man das jetzt quasi als Teil der Entwicklung hin, dass du natürlich auch mal auf die Fresse bekommst? Und die Reaktion, aber auch die taktische Ausrichtung der Hoffenheimer zeigt, wie Nagelsmann mit der Geschichte umgeht. Weil er hat jetzt das erste Mal auch auswärts mit einem 4-3-3 begonnen. Und das zeugt natürlich auch schon von einem gehörigen Selbstbewusstsein und einem Selbstvertrauen. Mit diesem Selbstverständnis, wir kommen da unten raus. Und das ist die Art und Weise. Ja. Wir wissen, was wir können, wir bringen es auf den Platz. Auch wenn es vielleicht untypisch ist für eine Mannschaft, die in der Situation steckt. Aber er sieht halt ganz klar, was für ein Spielermaterial er hat. Und das zieht er durch. Ja. Hoffenheim übrigens 28. Spieltag zu Hause gegen Köln, die auch noch nicht gerettet sind. Und dann am 29. Spieltag HKD auswärts in Frankfurt. Und ich glaube, nach diesen beiden Spielen kann man vielleicht schon ein bisschen mehr sagen. Schauen wir mal. Jetzt sind das die Restpartien der Abstiegs. Ne, von allen jetzt. Ne? Ich bin mal wieder hier jetzt ganz unten angelangt. Da siehst du deine Eintracht. Jetzt kommen die Bayern. Ja, ich kenne das Restprogramm von der Eintracht. Es geht mir nur darum, ich weiß jetzt nicht so genau, was bei den anderen noch alles so ansteht. Also ich finde Frankfurt zum Beispiel, muss man mal sagen, Frankfurt hat Bayern, Frankfurt hat danach Hoffenheim, dann Leverkusen, Mainz, Darmstadt, Dortmund und Bremen. Ich finde, es ist ein Hammer Restprogramm. Ja, das stimmt.
Die haben ein Hammer-Restprogramm, aber sie haben auch alle unmittelbaren Konkurrenten und fast alle davon zu Hause. Also wenn du gegen Darmstadt, Hoffenheim und Bremen gewinnst, sag ich mal, zu Hause, hältst du die Klasse. Also im Prinzip kannst du mehr oder weniger sagen, scheiß auf Bayern, scheiß auf Leverkusen, scheiß auf Dortmund. Gegen Mainz vielleicht Derby ein Punkt drinne durch ein bisschen was. Mhm. Aber wenn du die drei Heimspiele gewinnst gegen die unmittelbare Konkurrenz, bist du aus allem raus. Das Problem ist... Rechne mal, du hast dann... haben sie jetzt? 27? Ja, 36 Punkte. Also ich glaube, das... Und du würdest ja auch die anderen noch weiter runterkicken. Also ich glaube, das würde reichen. Aber ich glaube natürlich nicht, dass sie es schaffen, gegen diese drei zu Hause jeweils also 9 Punkte zu holen. Aber theoretisch... hat die Eintracht es selbst in der Hand, noch den Klassenhalt klar zu machen. Das machen wir aber gleich. Also ich sage ja, er hat das angefangen. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Wir sind ja noch dabei. Also ist ja HSV gegen Hoffenheim ist ja auch in der Gelegenheit, ein bisschen mal auf den Abschiedskampf zu zielen. Der HSV übrigens hat in den nächsten beiden Spielen Hannover und dann Darmstadt. Und danach hat man Dortmund, Bremen wird schwer, Mainz, Wolfsburg und Augsburg. Also es ist auch nicht leicht, aber ich glaube, wenn man den HSV das nächste Spiel gegen Hannover gewinnt und gegen Darmstadt einen Punkt holt, also sag ich mal 4 Punkte aus den nächsten beiden Spielen, dann glaube ich, dass es für den HSV reicht. Wenn man 0 Punkte holt aus den nächsten beiden Spielen oder einen, dann würde ich nie im Leben dagegen wetten, dass der HSV dies Jahr nicht... Du bist noch nicht angekommen in der wie haben wir es letzte Woche genannt? In der Vakuumzone. Nee, noch längst nicht. Ja, aber das habe ich immer gesagt. Ja. Also das... So ist er halt, der Verein. Gut, aber darf ich noch ganz kurz eine Sache sagen? Immer. Was ist eigentlich kann ich gar nichts mehr sagen, weil ich mich zu verknebelt habe. Aber eine Sache möchte ich noch sagen. Wenn es so eintritt, dass die Eintracht absteigt, dann habt ihr die ganze nächste Saison vom Bundesliga, werde ich nicht einmal einen Satz zur Eintracht sagen können. Also möge mir der Zuschauer, mögen mir meine Kollegen hier im Studio vielleicht verzeihen, dass ich die letzten paar Wochen Bundesliga-Fußball mit meinem Lieblingsverein noch ein bisschen auskoste. Aber wenn das Argument ist, ne, dann müsste es im Umkehrschluss ja so sein, dass unabhängig davon, ob Eintracht drin bleibt, du nächstes Jahr nicht über die Eintracht redest. Hä? Wieso? Wenn sie nächstes Jahr doch drinnen bleiben, dann sind sie ja Teil dieser spannenden Saison. Aber du gehst jetzt ja schon in Vorleistung dafür, dass sie absteigen. Das stimmt. Und wenn sie dann nicht absteigen, ist die Vorleistung. Dann halte ich auch die Klappe. So oder so halte ich die Klappe. Ersten 8 Spieltage. Vor allen Dingen frage ich mich, ich habe ja das Spiel ganz gesehen am Wochenende Frankfurt-Hannover. Ich weiß nicht, was es da auszukosten gab. Aber das kommt gleich. Ja, das nächste Spiel ist nämlich Bremen gegen Mainz. Wir sind in einer Phase der Saison, und das wirst du mir bestätigen können, Eddie. Da schaut man immer das Spiel des Konkurrenten und hofft, bitte Mainz in dem Fall, bitte Wolfsburg, patzt nicht ausgerechnet gegen die. Mhm. Also Mainz hat so einen guten Lauf, ja, hauen irgendwie Bayern weg und so. Dann verliert der HSV gegen Hoffenheim zu Hause. Verliert der HSV gegen Hoffenheim und Mainz schafft es nicht gegen Bremen zu gewinnen, aber immerhin ein 1-1. Ja. Elfmeter Pizarro, 101. Tor als Randerscheinung. Ich habe ja nichts gesehen. Ich kann ja nichts dazu sagen. Bremen-Mainz ist so ein bisschen typisch gewesen. Da haben wir auch öfter gesagt, beide Teams fühlen sich am wohlsten, wenn sie das Spiel nicht machen müssen, wenn sie kontern können. Und jetzt waren sie im direkten Duell. Was halt dann so, beide mussten Ballbesitzansätze zeigen, was nicht immer gut funktioniert hat. Bremen hat überraschend viel Pressing gespielt, was auch ganz gut funktioniert hat. Es war ein gutes Spiel auf einem akzeptablen Niveau. Aber man merkt halt schon, dass bei Mainz noch dieser Ballbesitzentwicklungsschritt fehlt und bei Bremen auch. 1-1 am Ende, okay. Ich würde gern noch Clemens Fritz auf Bremer Seite herausheben, der eine sehr zentrale Rolle jetzt gerade auf der 6 sich noch mehr einbringt, noch mehr Bedeutung für das Bremer Spiel hat. Und den wollte ich einfach nur auch mal lobend erwähnen. Hat sich zwar vor dem 1-0 den Ball da abluchsen lassen, was übrigens eine wunderbare Geschichte für unsere Schiedsrichterdiskussion gewesen wäre vor einigen Wochen, weil da hat Manuel Grefe einfach weiterlaufen lassen. Weil da nicht viel war. Weil er hat ihn halt mal so kurz am Arm berührt, aber Kontakt heißt ja nicht gleich faul. Und er hat sich halt furchtbar aufgeregt. Problem daran ist, dass es völlig willkürlich ist, wann sowas gepfiffen wird und wann nicht. Und der Spieler selbst, dem ist ja auch nicht geholfen, wenn er keine Linie hat. So, also das wäre ganz nett, wenn man sich auf irgendwas einigt und nicht mal so. Ne? Aber das war übrigens, das war auch, warum ich das anspreche. Er wird nur kurz am Arm gezogen, aber fällt halt um. Normalerweise ist diese Berührung nicht... Sie ist tödlich. Fast. Doch, diese Berührung ist in Australien zum Beispiel das tödlichste Lebewesen. Ja, wenn es die falsche Schlange macht, dann ja. Nein, aber wenn er nicht fällt, gibt es sowieso keinen Freistoß.
So, in dem Fall hat es auch keinen gegeben, wenn er gefallen ist. Aber da hätten wir auch die ganze Sendung füllen können letztes Mal. Deswegen. Ja, ist mir nur eingefallen, als ich die Szene gesehen habe. Aber da reden wir nicht drüber, ist ja nicht die Eintracht. So, kleiner Scherz nur. Kleiner Witz, ganz kleiner Witz nur. So, kommen wir jetzt zu Bremen gegen Bayern. Ah. Seid ihr schon soweit? Oder? Ja, Bremen Köln. Gegen Köln gegen Bayern 1-0. Ich habe nur im Radio gehört, dass die Bayern in den ersten Minuten ordentlich Dampf gemacht haben. Dann kam folgerichtig das 1-0 durch Lewandowski. Da habe ich gedacht, okay, die Bayern haben Bock, die toben sich aus. Und dann war es am Ende aber 1-0. Warum haben die denn aufgehört, Tore zu schießen? Was ist geschehen? Ich hoffe, wir sprechen nachher noch über Juventus, weil da kann man den Unterschied ganz deutlich sehen. Können wir doch jetzt direkt machen. Ja, weil Köln halt sich gedacht hat, wir spielen 5-4-1. Das 5-4-1 hat sehr gut funktioniert. Bayern hatte nur 6 Torschüsse, die wenigsten in der gesamten Saison. Aber es hat halt nur so lange funktioniert, wie es 0-0 stand. Und dann hat Bayern das 1-0 geschossen und hat dann den Ball laufen lassen. Und Köln hat halt kein Pressing gespielt. Und die Bayern konnten halt hinten immer den Ball laufen lassen für den Abwehrspielern von Kimmich zu Alaba und wieder zurück. Haben 75% Ballbesitz gesammelt und haben das Spiel dann runterverwaltet. So, was ja auch ganz passend war, wenn du unter der Woche so ein emotionales Highlight hattest. Und da war dann nichts mehr los. Es war halt so dieser klassische Bayern-Pflichtsieg nach einer schweren Champions-League-Aufgabe. Es bringt halt, es will ja gar nicht Köln zu sehr kritisieren, aber wenn du halt nicht Druck machst vorne dann, und es steht 1-0, dann hast du gegen Bayern keine Chance mehr, weil die sich dann einfach die Passsicherheit holen und den Ball laufen lassen. Und es geht halt nicht ohne Pressing. Das hat Juventus wieder gezeigt. Die Bayern sind anfällig, wenn du es gut spielst. Und wenn du ohne Pressing spielst, dann, dann musst du aber auch hast du keine Chance. Da musst du vielleicht dann auch die taktische Sicherheit haben, und die Disziplin haben, das dann auch genauso umzusetzen. Wenn du rumläufst wie ein Hühnerhaufen, einfach nur wild den Gegner anläufst, stell dir vor, ein Stürmer läuft an und die dahinter machen nicht mit und so weiter, dann funktioniert es irgendwie auch nicht. Klar, es hat auch nicht jede Mannschaft das Potenzial für. Das stimmt, es ist aber jetzt auch nicht so, dass Juventus jede Woche das spielen würde, was sie gegen Bayern gespielt haben. Das ist schon ein System. Aber guck dir mal an, wer auf dem Platz steht. Ja, das ist individuell, klar, aber ich meine jetzt rein taktisch gesehen. Ja, da muss man sagen, italienische Mannschaften traditionell taktisch unglaublich gut. Gerade Juventus, Serienmeister, die sind das Bayern München Italiens. Also ich will jetzt gar keinen Vergleich anstellen, aber ich will einfach nur damit sagen, wenn du kein Pressing gegen Bayern spielst, dann wirst du sehr geringe Siegchancen haben. Du brauchst irgendeine Strategie, dass du zumindest, wenn du 1-0 hinten legst, dass du irgendwie weiter vorne stören kannst. Ja, gut. Man hat es dann aber auch wenn wir jetzt schon Juve mit ins Spiel bringen, hat man es aber auch gesehen, was das für ein Aufwand ist. Also wie viel Aufwand nötig ist an Laufarbeit. Und wo das hinführt, wenn du nicht, wenn nicht von Erfolg gekrönt ist. Klar führten sie 2-0, aber dann kriegen sie halt das 1-2 und das 2-2. Und für mich war halt nach dem 2-2 klar, okay, das Ding ist durch, weil Juve nicht nachlegen konnte. Jetzt kräftemäßig. Weil dieses Spiel ist halt sehr, sehr aufwendig. Und die Bayern lassen den Ball laufen und den Gegner. Mhm. So, und sie selber haben gar nicht, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich würde behaupten, sie sind nicht die laufstärkste Mannschaft der Bundesliga. Weil sie es nicht sein müssen. Richtig, so, und da musst du schon wirklich einen Sahnetag erwischen, um dieses Pressing wirklich bis zum Schluss durchzuziehen, so, und in der Verlängerung hat man dann halt gesehen, was das nach hinten raus für Konsequenzen haben kann. Mhm. Hat mich ein bisschen erinnert an das Champions-League-Finale Real gegen Atleti, als Madrid, also Atletico geführt hat lange und dann kurz vor Schluss durch Bale den Ausgleich kassiert hat und dann sind sie zusammengebrochen. Weil Atletico auch einen sehr, sehr aufwendigen Fußball gespielt hat. Genau, weil natürlich individuell Real auch stärker besetzt war und dann, aber so dieser Zusammenbruch, so dieser gefühlte, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Gut, aber das Eddie, ist die Champions League, da kommen wir gleich zu. Achso, ich dachte, weil er war ja sehr aktiv in der WhatsApp-Gruppe beim Champions League. Ja, wir können ja gleich, wenn ihr wollt, noch ein bisschen, weil wir wollen auch noch über die Auslosung und so weiter reden, dann können wir vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Also ich habe nichts dazu sagen. Doch, also jetzt ich oder dachte gleich? Dann danach. Oder ihr habt doch jetzt die ganze Zeit drüber geredet. Ja gut, dann dreht doch einfach. Sei doch nicht so gekränkt. Was ist denn los mit dir? Naja, weil Ralf bringt mich ins Gespräch und du sagst, naja gut, jetzt aber auch nicht, nachdem alle drei von euch was dazu gesagt haben. Mensch, du bist nicht gut drauf heute. Nee. Was ist denn los? Ja, dann sorg doch mal für, dass ich gut drauf bin. Erstmal mache ich hier diese schwarze... Nein, hör mal auf jetzt hier! Du bist hier nicht im Block im Schwarzen. Dann rede doch jetzt. Dann sag doch, was du sagen wolltest. Ich wollte nur sagen, dass ich ja eine tiefe Abneigung gegen Bayern München habe. Das ist auch sehr überraschend. Moment. Für diesen Beitrag. Moment. Aber das sind so Momente, wo, das gebe ich zu, während es andere vielleicht auch nicht zugeben, da bin ich fucking Bayern-Fan. Und ich merke es dann auch. Ich merke, wie ich habe richtig gejubelt vom Bildschirm. Davor habe ich ja noch in der WhatsApp-Gruppe coole Sprüche auch noch so gemacht, tschö, Bayern. Ja, aber als sie dann gewonnen haben, ich war so gehypt zu Hause,
Kann jetzt nicht die Eintracht spielen. Nee, ich habe richtig Bock gehabt auf dieses Spiel. Ich habe mich so gefreut, dass sie den Ausgleich gepackt haben. Und ich weiß nicht, es war richtig geil. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich so eine Form von Fußball eher selten sehe. Und es dann wirklich auch Werbung für den Sport ist. Und ich mir sage, oh fuck, kann diese Sportart geil sein. Fußball schreibt so tolle Geschichten, auch wenn wir später auf die Auslosung ja. Europapokal und Champions League und so. Da liebe ich den Fußball wieder. Das sind so Momente. Und da kann man dann auch mal als Nicht-Bayern-Fan froh sein, dass es eine Mannschaft gibt, die auch sowas irgendwie dann in Deutschland bietet. Ist ja auch vollkommen legitim. Also das darf ja natürlich darf man alle doof finden. So, Ralf Gunnisch. Ich als zum Beispiel. Also ich meine, absolut also nachvollziehbar. Als Zitat jetzt meine ich jetzt, ja. Natürlich darf man alle aber doof. Es spricht für dich als Sportsmann. Als Sportmann, Sportsmann, sagt man ja, dass du Leistung anerkennst. Ja. So, und es macht ja auch Spaß, also das ist ja ein anderer Wettbewerb und mir geht das auch so. Aber ich bin dann auch eh immer so, keine Ahnung, da halte ich dann auch für die deutschen Mannschaften die Daumen. Also selbst wenn Werder Bremen international spielt, dann halte ich Werder Bremen die Daumen, ist ja klar. Und bei Bayern genauso. Und das Tolle ist ja auch, dass man dann zur Abwechslung mal für jemanden sein kann, der gut ist. Ja, weil es ein anderer Wettbewerb ist und das macht dann ist so ein schönes Hintertürchen zum Erfolg, zum Genuss. Ich zieh mich wieder zurück. So, was gesagt? Zur Bundesliga. Aber wir reden gleich nochmal über die Champions League. Genau. Dann sind wir bei Hertha gegen Ingolstadt. Das war's. Kommen wir zu Frankfurt gegen Hannover. Scherz. Hertha gegen Ingolstadt 2-1. Ah, ich lehne mich so schön zurück. Ich moderiere nur an. Ja, das ist das Schöne. Tobias. Wir haben ja so viele Folgen Bundesliga schon gemacht. Und wir haben eigentlich schon alles gesagt zu den beiden Teams. So. Und das war so ein Spiel, wo es halt alles, was wir gesagt haben, ist so wahr geworden. Weil einfach Hertha so eine passsichere Mannschaft, so eine ruhige Mannschaft ist, die es auch mal schafft, das Ingolstädter Pressing, das wir auch schon so oft gelobt haben hier, zu umspielen. Und Hertha hat es dann so nahezu perfekt gelungen, ist halt, dass Ingolstadt keine Ballgewinne hat, da wo sie haben wollen. In der ersten Halbzeit war es noch ein offenes Spiel. Zweite Halbzeit so ein paar kleine Umstellungen, was Dardai auch sehr gut kann. Und dann hat so auf dem Halb links hatte dann Hertha ein Übergewicht und hat dann von da aus beide Tore eingeleitet. Das ist auch diese große Stärke der Hertha, finde ich, diese Saison, dass sie auch mit Mannschaften, die halt richtig Gas geben, die Pressing machen, dass sie da genug Sicherheit einmal vom Fuß und einmal vom Kopf her haben, um das zu umspielen. Der kann jetzt Ralf einsteigen. Das ist ja wieder einsteigen. Selbstbewusstsein und Fußball ist 19. Ich wollte eigentlich nur darauf eingehen, dass Hertha die beiden Tore durch jeweils einen Ballgewinn im Spielaufbau der Ingolstädter halt erzielt oder nach Ballgewinn im Spielaufbau der Ingolstädter erzielt hat. Es blieb gar keine Zeit, dass man sich groß formiert als aus Ingolstädter Sicht, um halt wieder einen Riegel aufzubauen, sondern beide Ballverluste in der eigenen Hälfte noch, schneller Pass auf die linke Seite, also es war ja zweimal über halb links, wie Tobi gesagt hat. Und es ist halt auch wieder diese Effektivität, die Hertha in der Hinrunde hatte. Mhm. Es waren ja nicht viel mehr Chancen. Ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, sondern ich habe jetzt auch noch die Zusammenfassung gesehen. Also wenn sie nicht bewusst irgendwas rausgeschnitten haben, war relativ wenig vor dem Tor. Und ja gut, dann Ingolstadt durch Lukas Hinterseher mit dem Anschlusstreffer, aber aber das ist ja auch spät. Typisch für beide Mannschaften, dass Ingolstadt es ja schafft, Torchancen zu verhindern und Hertha halt das Spiel so kontrolliert, dass sie halt nur sehr gute Torchancen bekommen. Muss ja auch sagen, das waren wieder 200-prozentige, die Hertha sich rausgespielt hat und die machen sie dann auch und das ist der Unterschied diese Saison. Ja. Was ja die erste Hälfte der Rückrunde halt nicht wirklich der Fall war, wo sie ja, glaube ich, erst am 23. oder so das erste Spiel gewonnen haben. Aber ich bin letzte Woche ziemlich angegangen worden, weil ich Hertha nicht positiv bewertet habe. Also ich möchte das nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Wer am 26. Spieltag auf Platz 3 steht, das ist kein Zufall. So, aber, und das ist jetzt eher neutral gemeint, Hertha beschränkt sich halt darauf, Hertha spielt einen sehr simplen Fußball. So, wenn sie ihre Chancen, ihre wenigen Chancen, die sie kreieren, nicht nutzen, oder wenn diese Effektivität, und natürlich ist das auch eine Qualitätsfrage, aber auch ein bisschen irgendwie auch Glück, nicht haben, sieht man in den ersten, nochmal in den ersten 6-7 Spielen der Rückrunde, was passiert. Da haben sie ja keine Punkte oder wenige Punkte geholt, nur vereinzelt gepunktet. So, und jetzt haben sie sich das halt wieder erarbeitet. Und sie stehen zu Recht da und sind halt momentan auch definitiv ein Anwärter für die Champions League. Die Frage ist nur, was passiert dann nächstes Jahr?
Aber darüber können wir sprechen, wenn es soweit ist. Eben, da muss man schauen. Das ist ja auch nicht das erste Mal, ne, dass Hertha einen kurzfristigen Ausflug in die Champions League hatte, der dann am Ende nicht so viel gebracht hat. Weil das Problem ist, wenn du Champions League spielst, musst du deinen Kader dementsprechend umbauen. Ja, du musst den in die Breite ziehen, qualitativ erhöhen. Und wenn du dann das nächste Jahr drauf nicht in die Champions League kommst, da hast du diesen Kader an der Backe. Herr Gade. Dazu möchte ich was fragen. Das wird nämlich immer so gesagt. Ne? Jetzt müssen sie den Kader aufrüsten für die Champions League. Aber man könnte doch auch als Hertha einfach sagen, so, wir nehmen jetzt einfach die Champions League-Kohle für die erste Runde, aber wir scheißen komplett auf die Champions League. Jetzt einfach mal und nehmen diese Kohle und investieren die einfach in die Eintracht. In den Kader. Nein, aber jetzt ja, aber spielen ohne jetzt, also für die Bundesliga-Saison, weißt du, was ich meine? Aber spielen musst du die Spiele ja trotzdem. Ja, so, aber du hast zum Beispiel, ich glaube, Freiburg ist ja auch ein Paradebeispiel dafür. Vorletztes Jahr in die Euroleague. Genau. Und die sind ja nicht in die Euroleague. Augsburg, Eintracht, Hertha selbst. Also es ist immer wieder das Gleiche. Die Vereine aus dem Mittel... Ja, tut mir leid. Alles gut. Danke, dass du Augsburg mit ins Spiel bringst. Augsburg und Freiburg sind ja nicht jeweils in die Euroleague-Saison gestartet mit dem Anspruch, das Ding zu gewinnen. Das war ja für beide ein Abenteuer, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber oh geil, wir haben uns sportlich qualifiziert für den europäischen Wettbewerb, das nehmen wir mit, da haben wir auch unseren Spaß und schauen mal, wie weit es kommt. Spielen musst du die Spiele aber trotzdem. Natürlich nimmst du auch die Kohle mit. Aber die Belastung hast du ja, egal wie du an die Geschichte rangehst. Was willst du machen? Willst du nur noch die zweite Mannschaft hinschicken? Ja, zum Beispiel. Ja, aber dann kriegst du. Die Spieler wollen es ja. Die Spieler wollen ja spielen. Ja, da wird ja keinen kommen, der das. Also das, ich verstehe deinen Punkt, der ist auch logisch. Aber die Spieler wollen es erstens. Und die Belastung ist da. Und das ist ja das Problem, dass der Trainer sich auf eine neue Situation einstellen muss. Dalei hat das ja auch noch nie gemacht. Aber es ist halt komisch, dass eigentlich ein Ziel, das du die ganze Saison anstrebst, nämlich möglichst hoch in der Tabelle abzuschneiden, in der kommenden Saison eventuell zum Bumerang wird und dich richtig kostet. Und es ist ja irgendwie scheiße. Also, und wenn man das weiß, und das ist ja wirklich bei so Vereinen, die eben noch nicht in der Breite so aufgestellt sind, dass sie das regelmäßig stemmen können oder auch vom Etat, es muss ja irgendwann mal jemanden geben, der das... Ja, aber nochmal, was ist die Alternative? Willst du hier immer nur die zweite Mannschaft zur Euroleague schicken oder zur Champions League? Naja, wenn ich jetzt die Lösung hätte, würde ich nicht hier sitzen. Also, aber was man machen könnte, ist, das ist der langfristige Plan, du schickst tatsächlich nur die zweite Mannschaft oder die Jugendmannschaft, die sammelt da auch noch hochwertige Erfahrung und fliegst dann in der Champions League raus. Es muss aber ja es gibt ja einen finanziellen Pflichtanteil, also den du da rausziehst. Ja, du kriegst schon mal Prämien für die Spiele. Prämien und so weiter. Dass du vielleicht trotzdem deine paar Millionen abschöpfst und du konzentrierst dich auf die Bundesliga, aber so, dass du es vielleicht 3-4 Jahre in Folge schaffst, genau, ne, in die Champions League zu kommen und die Kohle dann langfristig so aufbaust, bis dahin sind die Jugendspieler auch mit Champions League-Erfahrung ausgestattet, die starten dann richtig durch, eventuell. Aber das wäre dann vielleicht der langfristige Plan. Aber ihr wisst schon, dass das dann, wenn wir das wirklich konsequent so Wort für Wort umsetzen, ziemlich viel von Wettbewerbsverzerrung hätte. Ach, wir reden jetzt von Wettbewerbsverzerrung. Jetzt mal im Fußball. Jetzt mal ganz ernsthaft. Du spielst Mittwoch gegen Real Madrid und Samstag gegen Darmstadt. Ja. Jetzt mal an Ralf gefragt, wo willst du spielen als Spieler? Wo willst du aufgestellt werden? Ich schon gespielt. Das ist doch kein Wunschkonzept. Ich gerne mal gegen Real spielen. Wenn das übergeordnete strategische Konzept vom Präsidenten vorgegeben wird, da kann doch jetzt nicht ein Spieler kommen mit seinen. Ja, aber das Theater, wirklich, dann, wenn wir wirklich das jetzt mal wortwörtlich, wir spinnen mal ein bisschen rum, wenn wir das wortwörtlich nehmen, das ist Wettbewerbsverzerrung. Warum? Bei allem Respekt für die Spieler der zweiten Mannschaft und der U19, das sind alles gute Fußballer. Aber, ja, aber wenn das Ergebnis nicht das Gleiche ist, wenn die dann mit dem Kader in der Champions League Dritter oder Vierter werden. Aber was heißt das Ergebnis ist das Gleiche? Schau dir Augsburg an. Augsburg ist, wie viele Tore haben jetzt gefehlt gegen Liverpool? 1. Hältst du es für unmöglich? Liverpool hat einen riesen Namen, aber schau dir doch mal die Tabelle in England an. Wo steht denn Liverpool? 7 oder so? Sind nicht sogar 8er? Ja. Haben jetzt verloren gegen Bournemouth? Nee, nicht Bournemouth, sondern Southampton gespielt, oder? Southampton! Nach 2-0 Führung, 3-2 verloren oder sowas. Also es ist jetzt keine Unmöglichkeit gewesen, ja. Liverpool zu schlagen. Guck mal, ich schlag ja auch noch ein bisschen rum. Ich provoziere nur, aber hat ja super funktioniert. Wobei, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber den Ansatz von euch beiden kann ich absolut verstehen. Aber danke, Tobi. Du willst als Fußballer, du quälst dich ein ganzes beschissenes Jahr für die Euroleague oder für die Champions League. Und dann heißt es, Digga, mach jetzt mal weiter. Aber Ralf, mir ging es jetzt auch nicht darum, das Spiel abzuschenken oder eine
eine Gurkentruppe aufs Feld zu schicken, sondern ich denke eher, dass man die Kohle, die man verdient in der Champions League, dass man die vielleicht anders investiert. Also wenn man, ich weiß es nicht, ich könnte mir vorstellen, dass dann der Etat hochschießt oder dass man sich ein, zwei Superstars holt, anstatt vielleicht mehr in die Breite des Kaders oder weiß ich nicht. Ja, Tobi. Das? Ja. Ich finde aber, ich finde es interessant, weil du ein gutes Problem so halbwegs anstreichst, nämlich die Europa League. Also Champions League ist gar nicht das Problem. Da kriegst du genug Kohle und da wollen die Spieler auch spielen. Und wenn du Europa League hast, da wirst du relativ schlecht dafür, kriegst du finanziell relativ wenig dafür. Genau, Kosten-Nutzen-Faktor. Da kriegst du relativ wenig dafür, relativ unattraktive Spiele und bist dafür so müde, dass du die Saison nicht mehr ordentlich spielen kannst. Siehe Freiburg, siehe Augsburg. Das ist so ein Konstruktionsfehler der Europa League, die halt so aufgeblasen ist. Da reden wir übrigens auch gleich nochmal drüber. Heute, wenn wir durch sind mit dem Thema, wollen wir natürlich über die Champions League reden. Wir wollen über die Euro League ein bisschen reden, aber wir wollen auch über die sogenannte Superliga reden. Wir kommen nämlich gleich noch auf Rummenigge und die griechische Superliga. Was hast du, wieso denn griechisch? Die heißt auch Superliga. Ja, Superliga. Superliga. Das ist die türkische Superliga, ja. Meine ich doch. Was habe ich gesagt? Griechische. Wie heißt die? Tzatziki League. Das war der Halbzeitfilm. Weiß keiner von euch, wie die griechische Liga heißt? Doch, die heißt Super League, hast recht. Siehst du, fantastisch. Wieso kennst du die mir nicht? Ach so, weil du gegoogelt hast, ob hier... Wo Charisteas gerade ist. Charisteas spielt. Ah, nee. Das ist so krass. Da weiß ich mal was, was hier drei Leute nicht wissen. Und ich werde trotzdem verspottet. Ja, was muss man eigentlich... Das ist schon unglaublich. Also, da werden wir gleich noch drüber reden. Weil ich finde gerade dieses Thema Super League total interessant. Und was eure Meinung dazu ist, das erfahren wir gleich. Nach der Halbzeit, nach den letzten drei fehlenden Begegnungen der Spieltagsanalyse. Bis gleich.